Und das Grundproblem der EZB ist, dass sie keine Erfahrung mit restriktiver Geldpolitik hat. Alles, was sie in der Vergangenheit bisher gemacht hat, war, auf jede Krise mit dem Öffnen der Schleusen zu reagieren. Niedrigere Zinsen, mehr Liquidität, mehr Geldflutung in die Märkte. Man kann so ausdrücken, die Angelsachsen sagen, if you have a hammer, everything looks like a nail. Wenn einer einen Hammer hat, sieht alles aus wie ein Nagel. Und der einzige Hammer, den die EZB bisher hatte, war die Geldflutung. Und jetzt steht sie vor dem Problem, dass sie mit Geldflutung nicht lösen kann, der Inflation. Und jetzt hat sie es probiert, ein bisschen dem entgegenzuwirken und schon fliegt sie um die Ohren, weil sie 20 Jahre lang dafür gesorgt hat, dass sich Ungleichgewichte anstauen, die sie nicht mehr im Griff hat, die sie auch zum Teil gar nicht kennt und über sie gar keinen Überblick hat.